Sie sind, sagen wir, eindrucksvoll. Ja, das ist es. Eindrucksvoll. Nehmen Sie mit? Nein, danke. Sie haben nicht meine Größe. Mein Gott, ist aber nicht. Ich glaube nicht, dass es Carla gefallen würde, wenn ich ihr den Cocktail wegnehme. Außerdem habe ich solche Mischungen noch nie getrunken. So blieb mir bis heute ein Kater erspart. Und viele andere Sachen. Ich kann ihn ohne Schlüssel nicht öffnen. Schade. Okay, dann fangen wir mal ein bisschen mit dem Labern an. Entschuldige, Carla. Ja, mein Schätzchen. Boah, du scheinst erschöpft. Du scheinst richtig erschöpft. Bin ich, mein Lieber. Gestern früh war ich etwas unpässlich. Mein Magen. Ich nahm eine Tablette dagegen. Dabei vergaß ich, dass man sie nicht mit Alkohol mischen darf. Das hat mich völlig umgehauen. Am Nachmittag trank ich einen Cocktail. Türkische Leidenschaft. Übrigens eine meiner Kreationen. Du kannst es dir nicht vorstellen, mein Lieber. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein schlanker Körper schien eine Tonne zu wiegen. Fürchterlich. Heute geht es mir schon besser, aber ich fühle mich immer noch nicht gut. Ich muss mich noch ausruhen. Sind wir die Brustwarzen? Doch, oder? Nee. Sagen Sie nicht immer. Okay. Leidest du unter Magenbeschwerden? Naja, sporadisch fühle ich mich etwas unpässlich. Ja, du weißt schon, ab und zu übertreibt man etwas und, naja, sowas passiert. Also, können Sie mir eine Tablette geben? Wird man mit der, wenn man Alkohol mit Tablette mischt, wirklich völlig gucken und typische Leidenschaft sagt. Zufällig habe ich heute etwas Sodbrennen. Kannst du mir eine deiner Tabletten geben? Oh, es tut mir leid, aber ich habe keine mehr. Genau genommen, als ich gestern eine nehmen wollte, sah ich, dass im Glas nur noch zwei waren. Ich nahm eine und die zweite fiel auf den Boden und durch das kleine Gitter. So, und du sagst, wenn man diese Tabletten mit Alkohol mischt, geht man völlig K.O.? Ich garantiere es, Schätzchen. Diese Mischung ist eine Granate und die Wirkung hält stundenlang vor. Türkische Leidenschaft, sagtest du? Und was ist da drin? Tja, das ist ein Berufsgeheimnis, mein Lieber. Meine wunderbaren Cocktails sind berühmt. Türkische Leidenschaft ist einer meiner Lieblinge. Aber ich habe doch andere kreiert. Sanfte Raserei. Schwarzer Herbst. Liebessäftchen. Kaiserin Sissi. Ach ja, eine Menge halt. Und alle sind Wahnsinn. Okay, hast du eine Idee, wie man die Freundin befreien kann? Hast du irgendeine Idee, wie wir meine Freundin befreien und hier wegkommen können? Ehrlich gesagt, mein Lieber, bin ich derzeit nicht in der Lage zu denken. Aber du scheinst nicht nur hübsch, sondern auch intelligent zu sein. Du wirst dir etwas einfallen lassen, um deinen Plan in die Tat umzusetzen. Also ich, nicht, ja. Ich sage dir nur eines, glaube dieser Gina lieber nicht. Etwas sagt mir, dass sie ein gefährliches Flittchen ist. Intuition, Menschenverstand, so viele Sachen, die das auch nicht. Ja, egal. So, und wie lange Zeit sind die drei denn schon zusammen? Seid ihr schon lange zusammen, Lula, Mariola und du? Mariola und ich sind seit mehr als 15 Jahren zusammen. Zu der Zeit hatten wir den Künstlernamen Hernandez und Fernandes. Ach, es war eine verrückte Zeit mit fabelhaften Nummern. Vor etwa 5 Jahren lernten wir Lula kennen und gründeten die Göttlichen. Seitdem spielen wir mit Erfolg in den besten Etablissements des Landes. Ich lasse dich jetzt schlafen, Carla. Bis bald. Bis bald, Herzchen. Er hat ein Vorhängeschloss. Man muss einen Schlüssel haben, um ihn zu öffnen. Entschuldige, Carla. Ja, mein Schätzchen. Wo haben wir ihn denn verschafft? Ah, Kühlschrank. Ich habe gesehen, dass ihr den Kühlschrank abgeschlossen habt. Ja, das war Lulas und Mariolas Idee. Diese Klatschtanten beschuldigen mich des unkontrollierten Essens und haben ein Schloss am Kühlschrank angebracht. Schrecklich, okay.
Sie haben dir logischerweise keinen Schlüssel gegeben, oder? Nein, Sie sind überzeugt, dass ich mich nicht beherrschen kann. Vor allem mit der Butter. Was kann ich dafür, wenn Brot und Butter verschwinden? Du hast keine Ahnung, wo der Schlüssel steckt, oder? Nein, ich weiß nur, dass er irgendwo im Bus versteckt ist. Ich habe ihn schon x-mal erfolglos gesucht. Ich weiß nicht, wo zum Henker ihn diese Fastenbesessenen versteckt haben. Hast du mal probiert, die Tür mit einer Haarnadel zu öffnen? Im Film funktioniert es. Ich habe es schon oft versucht. Und auch mit einem Schraubenzieher. Sogar mit einer Feile. Aber nichts, das verdammte Schloss bleibt zu. Ach mal, boah, wir haben ja unseren Universal. Ich lasse dich jetzt schlafen, Carla. Bis bald. Bis bald, Herzchen. Nehmen wir doch noch unseren Universalöffner. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Warum nicht? Der öffnet auf jeden Fall. Mein Gott, ja, diese kleinen Leute. Okay, ich glaube, hier können wir nichts machen. Was ist das? Ich glaube, dass es sich um den Mechanismus handelt, der die Bustür öffnet und schließt. Aber seltsamerweise ist keine Kurbel da, mit der ein Fahrer die Tür öffnen könnte. Oh, na gut. Das kommt später irgendwie. Das ist Sonnenöl. Nein. Mit Mariola, kann ich etwas von deinem Sonnenöl haben? Tut mir leid, Schätzchen. Ich brauche es noch. Meine Haut hat noch nicht die Bräunung, die alle Männer verrückt macht. Vor allem nur an den mit so einem Kleid Sonnenbaden gehen. Also ich verstehe es nicht. Ich. Sie bewegt sich fantastisch. Oha. Lula! Hör mal, Lula. Warum kommt mir dein Gesicht so bekannt vor? Ich bin mir sicher, dass ich dich irgendwo schon einmal gesehen habe. Ich glaube nicht. Außer du hast mich bei einem unserer Auftritte gesehen. Aber ehrlich, Schätzchen, ich glaube nicht, dass du solche Lokale besuchst, in denen wir auftreten. Ja, du hast sicher recht. Ich muss dich mit jemand anderem verwechseln. Obwohl ich schwören könnte. Egal, lass gut sein. Ich möchte deine Probe nicht stören. Einverstanden. Nein. Ich möchte Lulas Probe nicht stören. Eigentlich wie immer. Okay, dann gucken wir uns mal in der Umgebung um. Was haben wir denn hier alles? Unbekannt, 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 unbekannt. Hütte des Killers. Gehen wir mal zu dem, was wir haben. Und was haben wir hier? Ach, nehmen wir einmal mit. Mal los. Schneller, schneller. Da rein nochmal. In Ordnung. Vielleicht kann ich ihn gebrauchen. Der Rest hier ist alles Müll.